Aufgepasst, denn heute verfolgen uns die gruseligsten Minecraft-Monster, die man im Spiel finden kann. Heulende Villager, infizierte Parasitenmobs und vieles mehr. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr werdet nicht glauben, was ich in einer Zuschauerwelt gefunden habe. Und da sind wir schon unterwegs in der Welt von Minecraft, Freunde, und wir sehen schon im Hintergrund ein infizierter Papagei. Leute, lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da, um mir zu zeigen, dass ihr die Videos mögt. Ihr könnt mich so kostenlos unterstützen. Und ihr könnt mich auch schützen, dass ich infiziert werde. Denn ich muss wirklich aufpassen. Oh mein Gott, hier kommen schon die ersten bösen Minecraft-Mobs. Wir sehen, das hier ist ein infiziertes Schwein. Und sobald ich angegriffen werde von Minecraft-Mobs, werde ich auch immer wieder ein Stückchen weiter infiziert. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Einfach nur, damit ihr wisst, wie das Ganze aussehen kann. So, ich lasse mich angreifen. Wir sehen, noch sehe ich normal aus. So, zack, hier sehe ich, so sehe ich aktuell aus. Das Schwein kommt jetzt und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Hand! Meine Hand! Die sieht schon sehr, sehr komisch aus. Schaut euch mal meine Hand an. Okay, Freunde, das lasse ich kein zweites Mal mit uns machen. Ich muss jetzt aber erstmal ganz kurz ein bisschen wegrennen. Ich habe nur gesehen, hier vorne sind leckere Melonen und hier vorne ist auch ein Tempel. Den will ich natürlich nicht einfach so weglassen. Schaut euch mal meine Hand an, Freunde. Okay, okay, okay. Und wenn wir uns zu oft angreifen lassen von diesen infizierten Monstern, könnt ihr euch, denke ich mal, vorstellen, wie das Ganze aussehen wird. Wir werden uns zu einer gruseligen Horrorgestalt verwandeln im Laufe des Videos. Und dementsprechend werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir mit gutem Equipment auch gegen die Monster ankommen können. Und ich sehe schon da vorne, das scheint, glaube ich, eine Kuh zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Eine infizierte Kuh. Denn das Verrückte ist ja auch, diese Mobs versuchen sich auch gegenseitig zu infizieren. Das heißt, ja, irgendwann werden alle Mobs infiziert sein, wenn das so weitergeht. Und da möchte ich natürlich überleben. Ich hoffe natürlich, dass wir das gemeinsam schaffen. Aber ich bin mir sicher, mit eurer Hilfe, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, dann können wir das Ganze schaffen. Aber trotzdem bin ich neugierig, wie ich am Ende aussehen werde. Denn meine Hand, die hat es ja leider schon so ein bisschen erwischt. Okay, Freunde. Erster Plan wäre jetzt allerdings, wir sehen zu, dass wir uns erstmal ein bisschen Equipment machen. Ich sehe auch schon rechts das Schwein. Das kommt, glaube ich, rübergeschwommen. Kann das sein? Es schaut uns auf jeden Fall schon so ein bisschen komisch an. Deswegen, wir müssen auch die ganze Zeit aufmerksam sein im heutigen Video. Ich meine, in Minecraft muss man ja generell aufmerksam sein. Aber heute muss man umso aufmerksamer sein, weil, wie schon eben erwähnt, jeder Schlag, jeder Schaden, der tut heute doppelt weh. Okay, und ich mache mir jetzt erstmal so eine, ja, komm, so eine Axt mache ich mir hier. Und wir sehen sogar, diese Axt hat so ein bisschen Blut sogar hier drauf. Okay, weil mit dieser Axt können wir uns auf jeden Fall zumindest ein bisschen wehren. Und vielleicht auch nochmal eine Spitzhacke. Das kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Zack, da sehen wir die Spitze. Oh, oh mein Gott, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Das ist ein infiziertes Hühnchen. Aber dieses infizierte Hühnchen, das haben wir jetzt auch beseitigen können. Sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir nicht noch einen weiteren Schlag abbekommen, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in diesen Tempel rein. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Das scheint der Eingang zu sein. So, man sieht jetzt hier natürlich relativ wenig, aber... Man oh nein! Oh mein Gott, hier sind mehrere Monster! Alter, ich habe schon wieder einen Schlag abbekommen. Nein, meine Hand ist schon wieder weiter infiziert worden. Schaut euch mal meine Hand jetzt an, Freunde. Okay, 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 okay. Wir haben leider keine Kohle oder so. Ich würde mir nämlich eigentlich, bevor ich dort reingehe, nochmal eine Fackel machen, weil diese Fackel kann uns auf jeden Fall nochmal deutlich helfen. Ich sehe mal ganz kurz zu, dass ich hier Kohle finde. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir vielleicht in dem Tempel so ein paar Sachen finden. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal Kohle gefunden. Leute, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir, wir können uns auf jeden Fall Sticks machen, zack. Und dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Fackeln am Start, die uns auf jeden Fall helfen werden, dass wir nicht nochmal angegriffen werden von diesen gemeinen, infizierten Monstern, die da drin sind. Beziehungsweise angreifen werden sie uns wahrscheinlich trotzdem, aber wir werden auf jeden Fall mehr sehen können. Das heißt, sie können uns nicht mehr aus dem Hinterhalt angreifen. Und das ist ja schon mal Gold wert. Okay, also ab nochmal rein hier. Ich meine, Axt haben wir ja. Und das sollte eigentlich an sich auch kein Problem sein.
sich zumindest zu wehren. Okay, zack, hier sehen wir jetzt alles. Okay, sind hier noch Monster? Vielleicht sind die auch schon rausgelaufen. Das kann jetzt natürlich auch sein. Okay, also wir sehen, hier ist nämlich immer so ein versteckter Raum. Ich denke mal, das kennen ja alle. Und wir haben hier tatsächlich ein bisschen Eisen drin. Leute, super. Das ist richtig gut. Dann würde ich nämlich schon fast sagen, wir machen uns sofort ein schönes Eisenschwert hier. Und wir können es eigentlich auch sofort so eine Spitzhacke machen. Oh Gott, was macht meine Hand denn da unten? Habt ihr es gerade gesehen? Meine Hand, die fängt schon richtig an zu zucken hier. Okay, aber wir lassen uns einfach mal davon nicht irritieren, Freunde. Wir lassen uns nicht irritieren. Okay, okay, okay. Wir müssen aufpassen. Hier ist ja auch noch eine Falle. So, zack. Und hier ist auch noch eine Falle. Entschärfen wir einfach mal. Ganz zügig. Und noch mal ein bisschen Eisen. Knochen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist, wir können uns jetzt ein Brustpanzer machen. Oder sollen wir uns lieber einen Helm machen? Ah, warte mal. Wir können uns eine... Ja, wir machen uns einfach mal zwei Sachen. Wir machen uns hier nämlich diese Stiefel und wir machen uns eine Eisen... Oh ja, Leute. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay. Also ich muss sagen, wir schaffen es ganz gut hier zu überleben. Aber ich würde jetzt den nächsten Schritt gehen. Und zwar suchen wir einfach mal nach ein paar Villager-Dörfern. Denn ich denke mal, in diesen Villager-Dörfern wird dann auch richtig Action abgehen. Und schaut euch das an. Ich denke, ich habe mich zu wenig versprochen. Hier im Villager-Dorf habe ich nämlich schon gesehen, sind einige böse Mobs. Nein! Hey, hey, Moment! Nein, ich wurde zweimal angegriffen. Ey, warum greifen die mich beide an? Ich habe noch nichts getan. Nein, ich wurde mehrere Male angegriffen. Ey, ey. Oh mein Gott, das war nicht gut. Das war gar nicht gut, Freunde. Was ist mit mir passiert? Schaut euch das mal an. Meine Hand. Oh nein, 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 nein. Okay, Freunde, okay, Freunde. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt mal zurückziehen. Man merkt auf jeden Fall, die Mobs werden immer aggressiver. Ich gehe mal ganz kurz jetzt in dieses Haus herein. Kein Bett zum Schlafen. Aber schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich ziehe mal ganz kurz meine Hose aus und meine Stiefel aus. Und wir sehen, ich bin schon fast 50% infiziert. Mein Charakter fängt an zu zucken. Wir halten auch mittlerweile diese Melone in der Hand auch nicht mehr ganz ruhig. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es aussieht, wenn ich jetzt die Hand hier habe. Wir sehen, so sieht meine Hand aktuell aus, weil wir schon so infiziert sind. Also der Wolf hat uns wirklich aus dem Hinterhalt überrascht, beziehungsweise die Wölfe. Und ja, gut, ich muss sagen, wir müssen noch vorsichtiger sein. Noch vorsichtiger müssen wir sein, weil die haben uns wirklich ultra überrascht. Oh Gott, wir sehen, die werden jetzt hier alle infiziert, Stück für Stück. Schaut euch das an, schaut euch das an. Hier, der Zombie, nee, das ist ein Villager. Der Villager wurde auch schon infiziert. Okay, Freunde, aber kein Problem für uns, kein Problem für uns. Ich suche, lol, der Creeper, weil er mutiert ist oder infiziert ist, ist einfach mal so hier explodiert. Schaut euch mal an, wie viele mutierte Monster oder infizierte Monster hier bereits sind. Ein mutiertes Skelett sehe ich da hinten, einen mutierten Creeper sehe ich da hinten. Wir sehen hier jede Menge Mobs, die auch im Wasser schwimmen. Also ich muss sagen, oh nein, 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 warte mal, greift der mich jetzt an? Oh doch, der greift mich an, das war ein Skelett, nein, wir sind schon wieder, oh nein, Freunde. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, damit mich jetzt so ein Skelett nicht nochmal in der Nacht angreifen kann, werde ich jetzt schlafen gehen, Freunde. Ich kann mich ja gar nicht aus dem Fernkampf wehren. Oh Gott, das sind sogar Spinnen, ne? So, und schlafen, schlafen. Wir können Gott sei Dank schlafen gehen. Ey, ich hatte schon Angst, dass wir jetzt gar nicht mehr schlafen gehen können. Wir sehen hier, infizierte Spinnen sind sogar da. Infizierte Zombies sind sogar da. Ich bin, wie gesagt, froh, dass wir schlafen gehen konnten, weil wir so den größten Teil der Mobs schon beseitigen können. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle verbrennen, aber müsste eigentlich. Die müssten eigentlich... Oh Gott! Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Ich drehe mich hier gerade schon panisch um. Alter, wie springt die denn? Wie ein Känguru springt die Spinne. Ich weiß auch nicht, ob die Mobs... Was? Nein! Wir sehen, den Eisengolem hat's erwischt. Und wenn ich mich nicht täusche, wird er uns jetzt auch angreifen, oder? Oh ja, nein, der greift uns jetzt auch an. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Oh Gott. Ich ziehe mal ganz schnell meine Eisenrüstung an. Okay, 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 Freunde. Alter, warum? Eisengolem, wir sind doch Freunde. Ich muss mich hochbauen, ich muss mich hochbauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. So, reicht das aus? Der kann uns jetzt nicht mehr schlagen, ne? Ja, perfekt, Freunde. Er kann uns hier nicht mehr schlagen. Dann würde ich jetzt nämlich diesen Eisengolem auch beseitigen. Da kommt natürlich auch sofort ein Schwein zur Hilfe. Oh ja, und das Schwein... Ah, da komme ich jetzt leider nicht dran.
Ich muss jetzt runterspringen. Mann, jetzt hat es mich auch wieder erwischt, dieses Schwein. Mann! Oh, Leute. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Also, ich weiß wirklich nicht, ob wir das schaffen werden, hier zu überleben. Weil ihr seht halt auch... Das ist eine Katze? Das ist eine Katze, oder? Ich glaube, die Katze lässt uns hier in Ruhe. Was? Selbst eine Babykatze haben sie infiziert. Ey! Diese Babykatze ist ja voll verrückt. Stirb, du Babykatze. Alter. Die Baby... Also, mit der Babykatze... Alter, das sind ja voll die Psychokatzen. Also, damit habe ich nicht gerechnet, dass die uns so ansneak und dann angreifen. Aber ich glaube, wir haben uns noch nicht weiter mutiert. Sieht immer noch so aus, als wären wir 50% mutiert. Also eigentlich alles im grünen Bereich, Freunde. Okay, okay, okay. Also wir haben schon einige von diesen infizierten Monstern jetzt gesehen. Das hier ist, glaube ich, eine Kuh, genau. Alter, was haben die für eine Range? Warum konnte er mich aus so einer Distanz treffen? Ich versuche die ja schon wirklich aus mehrere Male anzugreifen, dass die uns nicht treffen können. Aber warum die aus so einer Distanz uns angreifen können zum Teil... Das verstehe ich wirklich nicht. Ich habe nämlich auch gesehen, dass Schafe super verrückt aussehen sollen. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein Schaf sehen, um ehrlich zu sein. Einfach, um euch das zu zeigen. Ist das ein Schaf? Das ist, glaube ich, ein Schaf, ne? Ja, wir sehen, Leute, das ist ein Schaf. Schaut euch dieses Schaf einfach mal an. Dieses Schaf sieht auf jeden Fall nicht normal aus. Der Kopf ist auf jeden Fall sehr speziell, um es mal so zu formulieren. Ich bin sogar schon am Überlegen, ob ich mich nicht ergeben soll. Soll ich mich vielleicht sogar einfach mutieren lassen? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Och Gott, alter Schwede, diese... Ich werde ja auch langsamer, ist das Problem. Ich werde ja auch langsamer. Ich kann auch immer nicht mehr so schnell laufen. Und ich verstehe halt auch nicht, warum ich mal so ein Hühnchen angreife und mal auch wieder nicht. Irgendwie verstehe ich das nicht, Leute. Ich verstehe das wirklich nicht. Okay, komm. Ja, Freunde, es fängt an sogar noch zu regnen. Wisst ihr was? Ich werde... Leute, was passiert denn jetzt mit dieser Katze? Die stirbt, wenn es regnet? Die Monster, was? Die bösen Mobs sterben einfach mal alle, wenn Regen auf die fällt. Okay, ich bekomme ja Gott sei Dank keinen Regen. Und wir sehen auch hier zum Beispiel eine halbinfizierte Kuh. Und diese halbinfizierte Kuh, die greift uns zum Beispiel auch noch nicht an. Ah, diese Schaf halt schon. Diese Schaf natürlich schon. Oh Gott, und jetzt fangen... oh Gott, wir sehen... Wir sind schon in einem Punkt angekommen, wo alles anfängt hier zu wackeln. Es wird immer schlimmer auf jeden Fall, immer schlimmer. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach fürs Video mich infizieren lassen, damit wir mal sehen, was passiert, wenn... uns ein Mob wirklich komplett infiziert hat. Dafür müsst ihr jetzt aber nochmal ein Like da lassen, denn ihr seht, mein Spieler, mein Charakter in-game, der ist schon am Verzweifeln, der wackelt, der zittert, der kann echt nicht mehr lange. Okay, Freunde, also wir gehen rein und lassen uns einfach mal infizieren, Freunde. Stück für Stück. Oh Gott, wir sehen schon wieder eine Stufe weiter. Alles fängt hier an zu wackeln. Okay. So, wir gucken einfach mal, wie wir weiter aussehen. Und oh mein Gott, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Wir sehen unser Körper. Was? Wir haben sogar nur noch 6 Herzen, sehe ich gerade. Also nochmal ein paar Herzen weniger haben wir bekommen. Wir haben auch gerade gesehen, wie dieses Schaf live infiziert wurde. Okay, komm, wir machen weiter, Freunde. Oh Gott. Wir sehen, Alter, mittlerweile sehen wir fast so gut wie gar nichts mehr. Wir haben nur noch 5 Herzen am Start. Alter, alles wackelt. Ich kann nichts mehr sehen. Und... ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht, wenn ich mich nochmal treffen lasse, Leute. Was passiert? Was wird passieren? Und wir sehen. Oh Gott, es ist passiert. Wir sind einfach mal komplett infiziert. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Schaut euch das an. Was macht mein Spieler da? Wir sehen, Freunde, ich bin jetzt auch ein Mutant. Und auf einmal lassen mich sogar die ganzen bösen, infizierten Mobs auch in Ruhe, weil ich jetzt auf deren Seite bin. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Gerade haben mich noch alle angegriffen und besonders schaut euch mal meine Herzen an. Ich packe mal meine Rüstung weg. Wir sehen, das bin ich jetzt einfach mal komplett voll infiziert mit mehr Herzen am Start. Aber was mich jetzt interessiert, kann ich auch andere Monster infizieren? Ich glaube, ich bin auch ein bisschen schneller unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Also meine Geschwindigkeit, meine Laufgeschwindigkeit ist nochmal schneller geworden. Und auf einmal lassen mich alle Mobs in Ruhe. Ich glaube, so schlimm ist das doch gar nicht, infiziert zu sein. Aber wir erfahren jetzt auch mal, ob wir auch ein paar andere Mobs infizieren können. Weil das ist natürlich auch sehr interessant. Okay, also schauen wir mal nach. Wo haben wir hier ein paar Opfer, die wir auch mal infizieren können? Wir wurden auch die ganze Zeit infiziert. Und wir sehen, da vorne ist ein Schwein. Dieses Schwein gehört jetzt uns. Und wir greifen mal mit der Faust an. Ja, schaut euch das an. Wir haben es infiziert.
Okay, okay, was ist, wenn ich mit dem Schwert angreife? Auch dann, ich kann anscheinend gar keine Monster mehr töten. Ich kann sie nur noch infizieren. Schaut euch das mal an. Unsere Aufgabe ist also jetzt gar nicht mehr umzubringen bei Mobs, sondern wirklich nur zu infizieren. Aber wie sieht es bei Zombies aus? Greifen uns Zombies noch an. Und wir sehen Zombies. Lass uns auch in Ruhe. Wir haben einfach mal die Zombies auf unserer Seite. Schaut euch das mal an. Was ist das für ein Anblick, Freunde? Ein sehr seltener Anblick. Und ich glaube, jetzt, wo wir einfach mal infiziert wurden, was können wir noch tun? Mich würde interessieren, werden wir auch durch Regen sterben? Okay, und es hat angefangen zu regnen. Okay, einige Mobs bekommen auf jeden Fall Schaden. Aber, ah, okay, ich glaube, wir müssen mal kurz das Biom wechseln. Vorne habe ich auf jeden Fall schon die Regentropfen gesehen. Und was wird passieren? Okay, okay, doch, tatsächlich, schaut euch das an. Wir bekommen auch Schaden, als würden wir ertrinken, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Und schaut euch an, wie wir aussehen. Schaut euch an, wie wir aussehen. Oh mein Gott, wir sehen richtig komisch aus, je weniger Herzen wir bekommen. Und hier endet das Biom. Schaut euch das an. Schaut euch das an, Leute. Und was passiert, wenn wir sterben? Okay, wenn wir sterben, dann... Hier steht ertrunken. Ich bin ertrunken. Ich glaube es nicht. Und da sind wir auch schon unterwegs in der Welt, Freunde. Wir sehen, das sieht auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale Welt. Soll anscheinend aber richtig heftig werden. Deswegen, Freunde, bleibt auf jeden Fall dran und lasst jetzt auf jeden Fall nochmal schnell einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Denn ich bin echt gespannt, was dieses Loch auf sich haben soll. Denn es soll wohl ein ziemlich krankes Loch werden, wo heftige Horrormonster erscheinen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Aber laufen wir erstmal herum, weil ich habe dort hinten schon so eine ganz komische Struktur gesichtet. Sieht für mich aus wie so ein Horrorhaus. Ich habe keine Ahnung, es sah jetzt so ein bisschen merkwürdig aus der Ferne. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal herein. Und am besten wäre auch, wenn wir uns relativ zeitnah was zu essen besorgen. Was ist das denn, Alter? Okay, 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 okay. Moment mal ganz kurz. Das sieht jetzt hier schon sehr komisch aus. Das sind anscheinend ein paar Villager, die nicht mehr leben. Das heißt, hier kann doch gar nicht allzu weit entfernt ein Villager-Dorf sein. Das ist ein Villager-Dorf. Schaut euch das mal an. Okay, das scheint aber ein verlassenes Villager-Dorf zu sein. Und oh mein Gott, Leute, wir haben richtig Glück. Denn ihr seht, wir haben hier einfach mal Heublöcke am Start. Und die können wir auf jeden Fall benutzen, um uns Brot zu machen. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Jetzt machen wir uns einmal aus diesen Weizen ganz schnell Brot. Und alter Schwede, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Villager-Dorf beunruhigt mich schon so ein bisschen. Aber das ist noch absolut gar nichts zu dem, was wir noch erleben sollen. Und deswegen bin ich natürlich mal umso gespannter, Freunde. Okay, wir machen mal ganz kurz hier, wie gesagt, so einen schönen Crafting-Table hin. Wir machen jetzt einmal hier Brot raus und das sollte dann auch erstmal passen, was die Nahrung angeht. Wir können ja mal schauen, ob wir im Villager-Dorf vielleicht irgendwie einen Schmied finden oder sowas. Weil das wäre natürlich perfekt, wenn wir noch ein bisschen was an Rüstung haben. Wobei ich sagen muss, es sieht jetzt hier aber auch echt nicht so aus, als würden wir hier überhaupt was finden können. Ich meine, schaut euch mal an, wie kaputt dieses Villager-Dorf aussieht. Ah, ich glaube, Leute, das können wir abhaken. Das können wir wirklich abhaken, dass wir hier irgendwie fündig werden. Okay, aber anscheinend soll es ja hier irgendwo so ein Loch geben. Das wundert mich jetzt hier gerade, weil im Endeffekt, das ist ja eigentlich ein Villager-Dorf wie kein anderes. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht. Also, ich meine, schaut euch mal an. Hier ist einfach alles normal. Oh, hier. Ah, ich dachte, vielleicht hätten wir jetzt hier irgendwas Wertvolles in der Kiste. Aber was ist das denn, Freunde? Das ist doch dieses Loch, von dem die ganze Zeit die Rede war. Ich sehe hier schon so Blut drumherum. Und anscheinend, alter Schwede, es geht sehr weit nach unten. Was soll ich da wirklich rein, Freunde? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich würde sagen, wir machen es, Freunde. Ich würde sagen, wir machen es einfach. Okay, wir springen rein. In 3, 2, 1 und go! Oh! Gott, Alter, was ist denn jetzt passiert? Oh, was ist das denn? Alter Schwede, wo sind wir denn gelandet? Oh, Leute, ich muss gerade sagen, ich bin ein bisschen erschrocken. Alter, oh, 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 das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wo sind wir denn hier gelandet, Alter? Da sieht man da so einer richtig komischen Gegend. Ey, wo bin ich denn? Was ist das hier? Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Da wurde so ein Sound abgespielt, als ich an die Kiste gegangen bin. Ich nehme einfach trotzdem mal die Sachen raus. Oh mein Gott, Freunde. Alter Schwede, okay, okay, okay. Wie komme ich denn jetzt hier wieder heraus? Gibt es hier überhaupt einen Ausgang? Das kann ich... Ich komme hier überhaupt nicht mehr raus, Freunde. Hier gibt es keinen Ausgang. Oder hier?
Oh, Gott sei Dank. Es gibt einen Ausgang. Es gibt einen Ausgang. Und warte mal, war dort hinten nicht das Villager-Dorf? Wisst ihr was? Wir laufen da einfach mal hin. Ist egal. Ich meine, theoretisch sieht das jetzt für mich so aus, als wäre... Es ist der blutige Mond! Schaut euch den Mond mal an! WTF! Und es ist auch Nacht anscheinend. Und der Mond bewegt sich gar nicht mehr. Oh mein Gott, Freunde. Nein, 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 nein. Ich glaube, das war keine gute Idee. Also es fängt jetzt noch irgendwie recht harmlos an, aber ich glaube irgendwie, dass es keine gute Idee war. Ey, wisst ihr was? Ich spring einfach nochmal in dieses Loch rein und sollte... Was ist das? Was ist das? Was war das, Freunde? Zweiköpfiger Alex und Steve, wollt ihr mich veräppeln? Ich wurde volle Kanne erschrocken. Ich wurde volle Kanne erschrocken. Was war das für ein Soundeffekt, Freunde? Ich wurde richtig zu Tode erschrocken. Alter Schwede, und wo ist der hin? Der ist einfach verschwunden. Leute, ich habe gerade richtig Angst, hier herumzulaufen. Da war doch das Loch. Leute, ich bin mir sehr, sehr sicher, hier war doch das Loch. Da, wo die ganzen Grabsteine sind, war eigentlich das Loch. Freunde, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Okay, okay, okay. Wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier aber an Hunger versterbe, möchte ich mir ganz schnell einmal hier nochmal neues Brot machen, weil mein ganzes Essen ist einfach mal verschwunden. Und das kann nicht sein, Freunde. Das kann auf keinen Fall sein. Alter Schwede. Alter Schwede. Also... Oh... Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Monstergeräusche. Also ich glaube tatsächlich, dass wir, ja, dass wir hier gleich von Monstern überrannt werden, wenn es nicht schon der Fall ist, um ehrlich zu sein. So, zack, hier ein bisschen Brot, da noch ein bisschen Brot. Das sollte eigentlich soweit passen. Oh, aber wir sind halt machtlos, wir haben keine Rüstung. Oh Leute, wisst ihr was, ich hole erstmal ganz kurz ein bisschen Schutz in der Hoffnung da in der Kirche. Ich muss ja immer noch sagen, ich weiß, ich frage mich gerade wirklich, was mit diesen zweiköpfigen Alex und Steve passiert ist. Oh Leute, was ist denn das hier? Kiste. Da sind richtig kranke Sachen drin. Schaut euch das mal an. Diamantrüstung komplett. Wir haben hier auch eine Eisenachs am Start. Eisenspitzhacke am Start. Leute, das war unsere Rettung. Das war unsere Rettung. Wir sind doch jetzt bereit, um gegen die Monster anzukommen. Oh, Leute. Wo ist dieser komische zweiköpfige Steve und Alex? Der ist ja einfach gerade verschwunden, soweit ich weiß. Aber ich sehe den auch gar nicht mehr. Also wenn der jetzt verschwunden ist, okay. Aber der ist einfach gar nicht mehr im Villager-Dorf. Und das wundert mich halt ein bisschen. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wir können ja hier erstmal von der Kirche heruntergehen. Und wir sind ja jetzt auch Gott sei Dank in der Lage, uns hier so ein bisschen zu wehren. Mit den neuen Waffen, die wir Gott sei Dank bekommen haben. Okay, dann gehen wir einfach mal gucken, ob wir hier irgendwas noch... Schaut euch den mal an, schaut euch den an, schaut euch den an. Hilfe, nein, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, was ist das denn? Was ist denn das hier? Oh, Leute, 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 wie stark ist der denn? Wie stark ist der denn? Lass mich doch in Ruhe, Mann. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, Leute, der verfolgt mich wie ein Psychopath. Ich muss den hier irgendwie reinlocken. Oh, nein, 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 ich darf nicht sterben. Ich habe drei Herzen, ich habe drei Herzen. Ich darf nicht sterben, auf keinen Fall. So, weg, 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 weg. Wo ist der denn hin? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich doch nur umgedreht. Wie kann er jetzt schon wieder weg sein? Das ist verdammt gruselig. Und diese ganzen Monster, die uns hier einfach mal angreifen, machen die Situation auch nicht besser. Hä, aber jetzt mal ernsthaft, der ist doch... Der ist doch, der war doch... Come outside. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Ah! 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 Wo bin ich denn gelandet? Alter! Ich war doch gerade noch ganz woanders. Wo zur Hölle bin ich denn hier gelandet? Schaut euch das mal an, Freunde. Oh mein Gott. Hier hängt ja alles drunter und drüber. WTF. Irgend so eine Säge. Hier auch so ganz komische Sachen. Alter Schwede, ich nehme mir nur den Smaragd raus. Das ist ja voller Psychokram hier, um ehrlich zu sein, Freunde. Alter, hier blinkt ja alles und es hat auch angefangen zu donnern. Ey, ich will hier einfach nur raus, ganz ehrlich. Was ist das denn? Was weh? Leute, das ist doch nicht normal hier. Das ist doch nicht normal. Schaut euch das mal an. Wer ist das? Was für eine Gestalt ist das? Alter, das ist doch Herobrine. Das ist der Bruder von Herobrine. Hau ab. Hau ab. Ah! Wir müssen raus. Wir müssen raus, Freunde. Wir müssen raus. Alter Schwede. Der kam hier einfach mal herein. Junge, wie kam der da herein? Oh mein Gott, was sind das hier für Soundgeräusche? Ey, ich muss sagen, ich habe einiges erwartet. Ich habe einiges erwartet. Aber das hier... sprengt gerade schon einiges. Dieser komische Herobrine, der auf einmal da durchkam. Leute, das war jetzt zu viel für mich. Das war wirklich zu viel für mich. Was sind das für komische Geräusche? So, ich würde sagen, ich beseitige erstmal ganz kurz hier diese Skelette. Wobei, die beseitigen sich ja schon fast gegenseitig. Ey, wie viele sind das denn aber auch hier? Heilige. Okay, okay, komm, komm, komm. Das sollte das kleinste Problem hier sein. Also Gott sei Dank haben wir aber auch, muss man sagen,
diese Rüstung. Weil ich glaube, so ganz ohne Rüstung würde es viel zu hart sein. Es würde nicht funktionieren. So, warte mal, ich würde mal gerne jetzt sehen, ist dieser Error Brian dort noch drin? Ich glaube, der ist da gar nicht mehr, ne? Warum verschwinden diese ganzen Monster? Die verschwinden einfach aus dem Nichts. Da ist nichts mehr drin. Ich kann da nochmal reingehen, aber da ist nichts mehr. Alter Schwede, alter Schwede. Worauf habe ich mich hier schon wieder eingelassen, Freunde? Ich hätte das niemals machen sollen. Das war ein großer, großer Fehler. Also der Blutmond, der ist auf jeden Fall voll im Gange. Und er lügt auf jeden Fall nicht. Oh, was? Ey, warum werde ich hier die ganze Zeit hin und her teleportiert? Und was ist da? Wo bin ich hier überhaupt gelandet? Schaut euch das mal an. Ist das hier nicht so eine Kirche? Das ist aber keine normale Kirche, Freunde. Oh mein Gott. Leute, das hier ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Ey, was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet, Freunde? Ich kann's... Oh! Was? Was? Bleib weg! Bleib einfach weg von mir! Wie schnell ist der denn? Wie schnell ist der denn, Freunde? Nein, 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 nein! Ich muss mich hochbauen! Ich muss mich hochbauen! Was? Der kommt da auch hoch! Der kommt da auch hoch! Was sind das hier für Sounds? Mein ganzer Kopf explodiert, weil die Sounds so laut sind. Und der ist schon weg! Nee, der ist dahinter, der ist dahinter. Wir konnten ihn wirklich... Der ist so lost! Wir konnten ihn abhängen, indem wir einfach ein paar Blöcke platzieren. Ey, ich könnte schwören, der ist weg. Wie ist der jetzt schon wieder verschwunden? Ihr habt's doch gerade gesehen! Ich habe nichts gemacht. Der ist einfach verschwunden von einem auf den anderen Moment. Ey, Leute, ich finde das gerade einfach... Es ist too much. Ey, wirklich, es ist too much. Egal, was passiert. Es bleibt irgendwie auch komischerweise die ganze Zeit nachts mit diesem Blutmond. Und ich teleportiere mich in irgendwelche komischen Horrorstrukturen. Verstehe das einfach nicht mehr. Wirklich nicht. Oh, ich will da auch gar nicht mehr zurück. Ich will einfach eigentlich nur wissen, was sind das jetzt schon wieder für Sounds? Ich höre irgendwie so ein ganz komisches Lachen. Nein, 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 wer ist er denn jetzt? Wer ist er denn jetzt? Was ist das denn für eine Gestalt schon wieder? Und warum guckt ihr mich so komisch an? Oh mein Gott, Freunde, oh mein Gott, jetzt so einen komischen blutigen Arm. Und die guckt mich die ganze Zeit nur an. Die guckt mich die ganze Zeit nur komisch an. Aber sie kommt nicht näher, oder? Alter, ich habe gerade richtig Gänsehaut hier, ne? Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Was ist das für eine Gestalt? Sobald ich mich umdrehe, nähert sie sich. Nein, sie nähert sich die ganze Zeit, die ganze Zeit. Okay, Leute, nein, 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 nein. Nein, 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 ich lass mich nicht holen. Nicht von dir. Nicht von dir, du komischer Pirat oder was auch immer das sein soll. Schaut euch diesen Typen mal an. Nein, 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 nein. Ich muss weg, Freunde. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Okay, ich muss mich irgendwo verstecken. Ich muss mich irgendwo verstecken. Zur Not baue ich mich da einfach irgendwie in so eine Mine ein oder so. Ist mir komplett egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich nehme ganz schnell hier Holz. So, zack, 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 zack. Der ist jetzt auch verschwunden, oder was? Ey, ich bin gerade sprachlos. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Die verschwinden einfach alle aus dem Nichts. Wie kann es sein, dass diese Monster einfach auf einmal alle weg sind? Die jagen mir erstmal den Schrecken meines Lebens ein. Und auf einmal, zack, sind sie einfach verschwunden. Ich verstehe das nicht mehr, wirklich. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Was? Was ist... Alter, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Wo bin ich denn gelandet? In was für einem Minenschacht? Alter Schwede. Ich muss sagen, so langsam finde ich das gar nicht mehr cool. Überhaupt nicht. Ich werde jetzt einfach zusehen, dass ich irgendwie wieder in die ganz normale Dimension komme, weil das ist einfach... Was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt hier, Freunde? Ich kann das nicht mehr. Ich bin verloren. Ich bin in der Sackgasse. Was soll ich tun? Ich habe keine Wahl. Ich werde ihn jetzt bekämpfen, Freunde. Kostet, was es wolle. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Leute, wie stark ist der denn? Hilfe, Hilfe, nein, nein, nein. Ich habe, glaube ich, keine Chance. Ich habe keine Chance gegen ihn. Der ist zu stark. Der ist zu stark. Ey, nein, nein, nein. Hör doch auf. Hör doch auf. Nein, nein, ich muss... Leute, warum ist er so stark? Er macht mir zu viel Schaden. Hör auf. Hör doch auf. Leute, nein, 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 nein. Hör auf, hör auf! Und starten tun wir tatsächlich mit dieser Zuschauerwelt, die mir zugeschickt wurde. Denn der Zuschauer schreibt, ich habe was sehr Seltsames in meiner Welt gefunden. Schau dir dieses Video an, was ich aufgenommen habe. Und noch dazu hat er einen Seed dazu geschrieben. Okay, also das hier ist anscheinend das Video und wir können sehen... Okay, irgendwie sehen die Weizenblöcke so ganz komisch aus. Okay, anscheinend ist das ein Villager-Dorf, was auch so ein bisschen... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Habt ihr es gerade gesehen? Was war das denn? Da hinten, da sehen wir irgendeine komische Gestalt.
Meint ihr diese Gestalt eventuell? Wir schauen mal weiter ins Video rein. Okay, anscheinend... Was ist das denn? Weizenfelder als Bücher? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, okay, okay. Also ich glaube, so langsam, ich verstehe, in welche Richtung das Ganze hier gehen soll. Und hier vorne wieder am Fenster sehen wir tatsächlich eine komische Gestalt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber wir werden es ja gleich sehen, denke ich mal. So, jetzt fängt er an, hier irgendwas abzubauen. Was soll das denn jetzt hier bringen? Okay, er baut jetzt hier zwei Holzblöcke ab. So, geht einfach weiter. Die Gestalt ist weg. Moment. Ich könnte schwören, wenn wir doch zurückspulen. Da ist hier vorne diese Gestalt. Okay, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz weiter, weil vielleicht hat das alles ja einen Sinn, was im Video passiert. Okay, also jetzt hat sich jetzt dieses Holzschwert gecraftet und er baut jetzt hier ein paar Blöcke ab, baut jetzt sich einige Blöcke hoch, greift den Eisengolem an. Oh, das kann aber gefährlich enden. Ist jetzt hier anscheinend ein bisschen beschäftigt damit, den Eisengolem zu töten. Okay, schafft's aber anscheinend auch. Also nochmal Glück gehabt. Was soll das jetzt hier werden? Was ist mit dieser Kreatur, die am Fenster war? Okay, hat jetzt geht zur Glocke, haut da anscheinend... WTF? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Der hat dreimal gegen diese Glocke geschlagen. Auf einmal wurde Nacht und er wird von einem Blitz getroffen. Ey, Leute, was ist denn das für eine Welt? Ey, der Wahnsinn. Okay, jetzt geht er anscheinend hier ins Bett rein. Was? Was ist das denn? Ey, das will ich mir jetzt nochmal anschauen, Freunde. Wir sehen, der geht hier ins Bett. Und als er ins Bett geht, kommt da so ein komischer Effekt, so ein Glitch. So ein komischer Glitch oder so. Sein Monitor wackelt so. Und auf einmal ist links wieder diese Gestalt. Aber aufstehen kann er nicht. Okay, Freunde, wisst ihr was? Wir probieren es selbst aus. Okay, ich bin in Minecraft bereits drin und wir sehen, das hier ist der Steve, der mir auch in die E-Mail geschrieben wurde. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in diese Welt rein. Ich gehe in den Survival-Modus. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, Leute, jetzt nochmal nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, denn dann könnt ihr mich kostenlos unterstützen und dann kann ich weitere solche coole Videos machen. Okay, Leute, ich bin in der Welt angekommen und ich bin jetzt hier direkt gespawnt bei einem Villager-Dorf. Also... ich denke jetzt einfach mal, dass das Villager-Dorf sein wird aus dem Video. Okay, ja, was mich jetzt schon so ein bisschen stutzig macht, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus, um ehrlich zu sein. Vor allem ist es nicht kaputt. Also das Villager-Dorf im Video war ja definitiv kaputt. Ich habe den Seed auch 100% richtig eingegeben. Also kann sein, dass ich mich doch nochmal auf die Suche machen muss nach anderen Villager-Dörfern, weil wir sehen, dieses Villager-Dorf sieht auf jeden Fall nicht so aus wie... das aus dem Video. Aber okay, ist ja nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal rüber in diese Richtung. Denn ich denke mal, das wird schon die richtige Welt sein. Es geht nur darum, wo halt dieses Villager-Dorf jetzt ist. Und tatsächlich, Freunde, ich habe schon gerade da durchgeschaut. Ihr habt es nicht gesehen. Aber hier vorne habe ich noch ein anderes Villager-Dorf gefunden. Und es sieht exakt so aus wie das Villager-Dorf aus dem Video. Was mich nur ein bisschen wundert, sind jetzt zum Beispiel schon hier vorne links diese Weizenblöcke. Im Video waren das ja irgendwie so weiße Weizenblöcke, also so ein bisschen kaputte Weizenblöcke, könnte man schon sagen. Hier sehen die jetzt ganz normal bei mir aus, ist aber halb so wild. Ja, das gleiche gilt auch für das Weizenfeld. Wir sehen, hier sind tatsächlich keine Bücher wie in dem Video. Aber gut, es ist, denke ich mal, auch halb so wild. Okay, 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 aber wir scheinen hier immer noch einen Eisengolem zu haben. Villager-Dorf ist auch im komplett kaputten Zustand und das hier ist das Fenster, Freunde, wo eigentlich diese komische Gestalt stehen muss. Boah, gute Frage, ob die jetzt hier in dieser Welt ist, das ist natürlich die Frage. Ich würde aber sagen, wir können eine Sache jetzt schon mal definitiv machen. Und zwar hat er ja im Video gegen diese Klingel geschlagen, dreimal exakt. Und wenn das Ganze stimmt, müsste es ja eigentlich funktionieren. Hier haben wir sogar den Turm. Lol, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Was ist das denn, Freunde? Jetzt wird es langsam ein bisschen gruselig. Ich hau einfach mal gegen diese Klingel, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal, ob was passiert. 1, 2, 3. Es passiert nichts, okay. Okay, ich habe eine Vermutung, Freunde. Ich habe eine Vermutung. Und zwar hat er in dem Video ja diesen Eisengolem auch getötet. Ich vermute, dass es wahrscheinlich kein Zufall war, dass er diesen Eisengolem getötet hat. Wahrscheinlich muss man den Eisengolem töten, damit irgendwas passiert. Das ist jetzt so meine Vermutung. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Hier vorne haben wir ihn und ich baue mich einfach mal ein paar Blöcke hoch. Zack. Und greife ihn jetzt mal an. Okay, also so, das sollte eigentlich dann funktionieren, wenn der Eisengolem weg ist. Wir werden es aber dann gleich sehen. Ich meine, mit so einem Holzschwert sollte es auf jeden Fall machbar sein, gegen den Eisengolem anzukommen und im Anschluss dann einmal gegen diese Klingel
zu läuten. So, da haben wir schon. Okay, Freunde, ich hoffe jetzt aber, dass ich echt nicht im Stich gelassen werde. So, wir gehen jetzt zu dieser Glocke rüber und ich werde jetzt nochmal dreimal gegenhauen. 1, 2 und 3. Und, oh mein Gott, es hat geklappt. Es hat geklappt, Freunde. Was ist das denn? Oh nein, ich brenne. Ich muss ins Wasser, Leute, sonst sterbe ich. Oh, das war knapp. Alter Schwede, es hat wirklich funktioniert. Wir sind wirklich, es ist Nacht geworden. Wir sehen einfach mal, wir wurden frisch vom Blitz getroffen. Und selbstverständlich gehen auch die Villager jetzt schlafen. Aber was ist mit dieser komischen Gestalt, die sich hier anscheinend in der Welt befinden soll? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Okay, wisst ihr was? Ich werde mir nochmal ganz schnell hier ein paar Brote craften aus den Weizenblöcken, die wir hier haben. Und dann werden wir sofort ins Bett schlafen gehen und werden schauen, ob auch die Kreatur wie im Video erscheint. Genau, das wird mich echt interessieren. So, das heißt jetzt hier einmal hier Brot craften, zack. Da haben wir schon das Brot und ich würde sagen, jetzt gehen wir auch einmal hier ins Bett. Das ist genau das Bett, wo der auch schlafen gegangen ist im Video, unser Zuschauer. So, geh weg, Kollege. So, und jetzt bin ich gespannt, Leute. Was wird passieren? Let's go! Was jetzt aber genau passiert, erfahrt ihr am Ende des Videos. Okay, Leute, kommen wir aber zur zweiten E-Mail, die ich bekommen habe. Und zwar sehen wir hier, wir haben auch ein Video wieder am Start. Und zwar steht hier in dieser E-Mail, ich war in meiner Survival-Welt unterwegs und plötzlich habe ich ein komisches Weinen gehört. Ich bin verwirrt durch ein Villager-Dorf in der Mine gelaufen und habe das Ganze aufgenommen. Schau es dir unbedingt an. Der Seed ist auch noch dazu geschrieben und wir schauen mal ins Video rein. Okay, hier haben wir das Video anscheinend am Start. Und wir sollen ja anscheinend genau auf die Sounds hören. Was mich erstmal jetzt hier schon wundert bei diesem Seed, der scheint in einer Mine zu sein, aber ein verlassenes Villager-Dorf ist hier in dieser Mine. Also das macht für mich schon gar keinen Sinn. Es sieht auch aus, als wäre da alles eingestürzt. Da ist so viel Gravel, Redstone-Fackeln sehen wir. Und wer weint denn da? So ein richtiger, so ein Weingeräusch war da. Habt ihr es gehört? Spitzt auf jeden Fall mal ganz schnell eure Ohren. Man hat schon wieder gehört, dass da jemand weint. Und da ist so ein Redstone-Fackelweg gelegt worden. Und was ist denn das da für eine Zelle? Ist da so eine Eisenzelle oder was? Oder geht's da irgendwo reingeflogen? Baut da was ab? Findet Villager? Und was? Wieder heulen. Hä? Was? Der ist einfach mal gestorben? Was war das denn? So, ich habe den Seed jetzt einfach mal aus der E-Mail eingegeben. Und wir sehen hier Survival-Modus. Seed-Name ist wie gesagt auch drin. Ich mache jetzt mal Schwierigkeitsgrad einfach. Und das Schwierige wird jetzt natürlich auch... Ja, komm, wir machen Survival. Das Schwierige wird natürlich jetzt sein, ich habe keine Koordinaten, ich habe gar nichts. Ich weiß nur, dass diese komische Konstruktion unter der Oberfläche sein muss. Wir haben so ein paar Punkte im Video gesehen. Vielleicht ist es ja sofort am Spawn. Wir schauen mal rein. Okay, Freunde, da sind wir auch gespawnt. Und anscheinend ist das hier die Welt. Ja, jetzt. Ich habe zumindest gehofft, dass wir irgendwie so eine Mine finden oder sowas. Aber hier ist ja wirklich gar kein Hinweis auf irgendwas. Das wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Wobei, hier ist doch eine Mine, oder? Das sollte hier eine Mine sein. Haben jetzt natürlich keinen Wassereimer oder sowas, was ein bisschen ärgerlich ist. Da schimmert doch schon was durch, Freunde. Da schimmert was durch. Wir sind dem Ganzen hier erfolgreich auf der Spur. Das sind doch, glaube ich, diese komischen Blöcke, die wir auch im Video gesehen haben. Okay, Leute, wir gucken mal rein. Würde ich sagen. So, zack. Hier nach unten. Ich habe jetzt natürlich keinen Wassereimer, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Aber ist auch halb so wild. Ich springe einfach mal so herunter. Und hoffe auch vor allem, dass wir jetzt hier den richtigen Riecher haben. Weil das sieht mir irgendwie so aus, wie nach diesen Blöcken, die wir im Video gesehen haben. Aber ist es auch das? Ich weiß es nicht. Also eigentlich... Doch, das ist es. Was? Was ist das denn? Ein Wither-Rosenfeld? Okay, Leute. Es ist ja noch viel krasser, als ich eigentlich gedacht habe. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich nach da unten? Gibt es da irgendeine Wasserquelle? Ich sehe da hinten anscheinend eine Wasserquelle. Ich weiß jetzt nicht, ob die nach unten führt. Doch, die führt nach unten, Leute. Let's go. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut und wichtig. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier nach unten. So. Okay, Leute. Was ist hier passiert? WCF. Das ist wirklich ein Villager-Dorf. Einfach mal unter dem Boden. Und anscheinend wurden hier sogar die Bäume mit reingebracht unter die Mine. Aber wir sehen, die haben keine Blätter mehr. Okay, aber was mich jetzt interessiert, Gravel ist hier auch am Start. Ganz, ganz viel Gravel. Da vorne brennt sogar irgendwas. Und das Villager-Dorf, wir sehen es, ist auf jeden Fall im absolut kaputten Zustand. Die Häuser sind kaputt. Wir sehen hier vorne ist auf jeden Fall auch Spinnnetze am Start. Und da vorne habe ich noch so ein Weizenfeld gesehen, ne? Also zumindest war das mal ein Feld. Und wir sehen, dieses Feld ist einfach mal hier
jetzt mit so Rosen, mit so Wither-Rosen beschmückt. Ey, also ich muss euch sagen, das ist schon heftig, Freunde, auf jeden Fall. Das heißt, hier rechts ist doch diese Kirche gewesen, glaube ich. Oder war das hier vorne? War hier nicht eine Kirche? Oder ich verwechsel ich gerade was? Ich glaube, ich scheine was zu verwechseln. Aber, oh Leute, jetzt spawnen hier ganz viele Monster, ganz, ganz viele Monster. Ah, ich dachte... Ja, warte mal. Das ist doch ein Villager-Kopf. Hä? Oh nein, Spinne. Oh Leute, ist doch egal. Warte mal, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier herüber. Denn wir sehen, hier ist auch dieser Weg aus dem Video. Ich habe jetzt aber tatsächlich noch kein Villager heulen oder irgendwie so ein Geheule, so Weingeräusche gehört, wie in dem Video. Ich habe jetzt hier aber auch die Helligkeit auf volle Kanne eingestellt, damit wir auch alles hier sehen können. Aber wir sehen tatsächlich hier, es stimmt. Das hatten wir aber nicht im Video. Was war das denn für ein Geräusch? Oh Leute, wir sehen ganz, ganz viele Villager, die einfach mal gefangen sind. Ich kann aber auch nichts machen. Ich habe keine Spitzhacke oder ähnliches am Start. Das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist versuchen zu flüchten. Aber was mich eher interessiert, was war das für ein mysteriöser Villager? Nein. Nein. Das ist er doch. Das ist er doch aus dem Video. Das ist er, Freunde. Okay. Warte mal. Was passiert, wenn ich rangehe? Oh nein, ich kann nicht rangehen, weil die ganzen Monster mich angreifen. Oh Mann, ey. Leute, ich höre diese Heulgeräusche auch schon. Nein. Lass mich in Ruhe. Der weint die ganze Zeit. Hör auf zu weinen, Mann. Hör auf zu weinen. Ich hab dir nichts getan, Kollege. Der heult hier die ganze Zeit die Bude voll. Oh Leute. Oh, ich glaube, hier sind wir einigermaßen sicher. Nein. Ja, hau doch ab, du Villager. Das ist ein Heulsusen-Villager. Schaut euch den mal an. Leute. Was ist das denn für ein doofer Villager? Hau ab, Alter. Oh nein, es greift mich hier diese. Hau ab, Alter. Oh nein. Lass mich doch in Ruhe. Oh, Freunde, der verfolgt mich wie ein Verrückter. Wie ein Verrückter verfolgt er mich. Oh nein, ich hab aber auch keine Wahl mehr. Ich kann nicht mehr lange flüchten. Wohin soll ich noch flüchten? Oh Leute, hier vielleicht. Oh nein. Wirklich, Crying Villager hat mich einfach mal getötet. Ich werd verrückt, Freunde. Ich werd verrückt. So, ich bin gespannt, Freunde. Wir sehen, ich bin auf jeden Fall im Bett. Ich gehe schlafen und... Okay. Ich sehe diese Gestalt hier nirgends, Freunde. Oh mein Gott, doch. Hier ist sie. Was ist das denn? Hälfte Steve, Hälfte Alex. Ah! Oh mein Gott, die läuft mir hinterher. Alter. Nein. Aua. Leute, diese Gestalt hat es wirklich in sich.